Hallo liebe Modellbahnfreunde, willkommen zu einem weiteren Video unserer Serie Digital für Einsteiger. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Z21 dort bereit machen für die kabellose Steuerung. Sei es mit der WLAN-Maus oder auch mit unserer Z21 Steuerungs-App. Dazu verwenden wir unser WLAN-Package. Öffnen wir unser WLAN-Package. Darin enthalten ist einmal der Router, das passende Netzteil, das LAN-Kabel zur Verbindung zwischen Z21 und Router und das Wichtigste, unser Freischaltcode. Den Freischaltcode benötigen wir, um die Z21-Netzwerkbuchse freizuschalten für Steuerungsbefehle von unseren Mobilgeräten. Um den Router mit der Zentrale zu verbinden, nehmen wir uns das beiliegende Netzwerkkabel. Dieses an eine der gelben Buchsen am Router anschließen. Welche der gelben Buchsen Sie dazu verwenden, ist egal, aber es muss eine der gelben Buchsen sein. Das andere Ende kommt in unsere Zentrale. Dazu Z21 umdrehen und auf der Rückseite haben wir hier die LAN-Buchse. Den Router am besten auf die Zentrale draufstellen und dann mit dem LAN-Kabel verbinden. Und dann an die schwarze Buchse das beiliegende Netzteil stecken. Sie sehen, die mittlere Lampe blinkt rot. Das ist kein Problem, das bedeutet nur, wir haben jetzt kein Internet eingespeist. Für die Freischaltung brauchen wir unsere Multimaus nicht. Deswegen entfernen wir diese derweil von der Zentrale und legen sie beiseite. Das Freischalten ist in der beiliegenden Anleitung auch Schritt für Schritt erklärt. Aber ich zeige Ihnen das Ganze jetzt direkt am Live-Beispiel. Um unsere Z21 freizuschalten, benötigen wir das kostenfreie Z21 Maintenance Tool, ein kleines Windows-Programm, um die Z21 freizuschalten. Maintenance Tool, moderner englischer Begriff, frei übersetzt digitaler Werkzeugkasten. Dazu öffnen wir die Website der Z21 unter www.z21.eu. Dann unter dem Punkt Downloads finden wir den Punkt Software. Hier klicken wir jetzt auf Maintenance Tool und laden uns die aktuelle Version herunter. 8 MB kleines Windows-Programm herunterladen, die ZIP-Datei öffnen und die Maintenance-Exe starten. Um uns jetzt mit der Z21 zu verbinden, müssen wir von unserem Heim-WLAN-Netzwerk mit Internetanbindung zu unserem Z21-WLAN-Netzwerk wechseln. Dazu gehen wir auf unsere WLAN oder Einstellungen und suchen uns unsere Z21 heraus. Das WLAN-Netzwerk unserer Z21 heißt immer Z21 unterstrich und dann 4 Ziffern. Die letzten 4 Ziffern sind die Seriennummer unseres Routers und diese finden Sie hier. Unser heißt halt Z21 unterstrich 0707 wie der Router. Wenn wir uns jetzt mit unserem WLAN verbinden möchten, kommt die Abfrage nach dem Netzwerkschlüssel. Das ist wie gesagt diese 8-stellige Nummer. Diese geben wir jetzt in unserem Rechner ein, klicken auf Weiter. Jetzt verbindet sich unser Rechner mit dem WLAN der Z21. Wie wir sehen, sind wir jetzt mit unserem Router verbunden. Wir haben kein Internet, benötigen wir aber jetzt für die Freischaltung Z21 auch nicht. Wenn wir jetzt in unserem Maintenance-Tool auf Verbinden klicken, zeigt es uns an, was ist angeschlossen, unsere Z21 Start und unter Seriennummer sehen wir die Seriennummer der Z21. Diese benötigen wir zum Freischalten, also einfach diese 6-stellige Ziffer am besten direkt hier kurz notieren. Jetzt haben wir uns die Seriennummer notiert. Als nächstes benötigen wir dann den Freischaltcode. Diesen müssen wir einmal freirubbeln. Ich nehme dazu eine Pinzette, damit geht es immer relativ gut. Wichtig ist, jeder Freischaltcode kann nur einmal verwendet werden. Für die Freischaltung Ihrer Z21 daheim benötigen Sie einen eigenen Freischaltcode. Dieser wird Ihnen nichts nützen. Jetzt haben wir unsere Seriennummer, unseren Freischaltcode
Im nächsten Schritt müssen wir wieder ins Internet wechseln. Dazu bitte wieder mit Ihrem Heimrouter verbinden. Jetzt sind wir mit unserem Heimnetzwerk verbunden, haben wieder die Internetverbindung. Jetzt wechseln wir von der z21.eu-Seite auf die Homepage rocco.cc. Dann oben in das Suchfeld geben wir die Artikelnummer unseres WLAN-Package ein, die 10814. Jetzt klicken wir auf das Bild, scrollen nach unten und jetzt gibt es den Punkt, hier geht's zum Freischaltcode. Wichtig ist, auf die korrekte Reihenfolge der Eingabe der Seriennummer zu achten. Wie es auch hier steht, beginnt mit der Seriennummer des Freischaltcodes, dann die drei Felder mit dem Code und als letztes die Seriennummer der Z21. Besonders bei der Seriennummer der Z21 genau auf die richtige Schreibweise achten. Wenn Sie hier einen Zahlendreher drin haben, schalten Sie eine Z21 mit einer anderen Seriennummer frei, aber nicht Ihre. Wenn der Code einmal für eine Freischaltung verwendet wurde, ist, wie ich vorhin schon sagte, er verwendet und kann nicht nochmal für eine zweite Z21 genutzt werden. So, jetzt geben wir die Zahlen von unserem Freischaltcode ein. Jetzt klicken wir auf Code anfordern. Jetzt kommt nochmal die Abfrage der Z21 Seriennummer, dass Sie sich wirklich sicher sind, dass Sie die richtige Nummer Ihrer Z21 eingegeben haben. Wenn wir jetzt auf Weiter klicken, wird uns unser Unlock-Code, also unser Freischaltcode für unsere Z21 angezeigt. Wenn wir jetzt diesen Code haben, können wir uns diesen einmal auf unserem Formular notieren. Wir können das Ganze aber auch ausdrucken. Um den Code jetzt einzusetzen, müssen wir uns jetzt wieder mit unserem Z21-Netzwerk verbinden. So, jetzt sind wir mit unserem Z21-Netzwerk verbunden. Jetzt öffnen wir wieder das Maintenance-Tool. Und klicken auf Entsperren. Jetzt kommt die Abfrage nach unserem Entsperrcode. Diesen geben wir hier in das Fenster ein. Und klicken auf Entsperren. Unser Freischaltcode wurde jetzt geprüft und wie wir sehen, das Gerät wurde erfolgreich entsperrt. Mit OK bestätigen. Jetzt ist der Entsperrbutton auch ausgegraut, bedeutet diese Z21 ist freigeschalten und dies auch für immer. Jetzt haben wir unsere Z21 erfolgreich freigeschalten. Was wir mit dem Maintenance-Tool noch alles machen können, was es für Möglichkeiten mit der App gibt, das sehen Sie in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.